Freestyle-Convention für 2011 ist, zum Beispiel im Sommer jetzt, zwar schon immer im Winter. Das heißt, dass wir einfach im Freigelände unterwegs sind, weil, wie gesagt, Hauptthema ist Parkour Freerunning. Und am ersten Tag starten wir jetzt mit den Event-Autos von Geiger Cars und Timezone und fahren nach Innsbruck. Dort ist der erste Spot im Technologiezentrum in der Eduard-Bohlen-Gasse in Innsbruck und drehen da gemeinsam mit dem TVI und Welle 1 Radio Fotoshootings, Videoclips und so weiter mit den ganzen Freerunner und Tricker, Traseure und B-Boys. Ja, wir sind eine kleine Gruppe, so 10 Leute. Und ja, da habe ich halt meine 4, 5, mit denen ich fest trainiere, und die anderen kommen ab und zu mal vorbei. Ja, ich habe hier einen Kumpel in Innsbruck, der macht hier sein Praxissemester, und den wollte ich auf jeden Fall mal besuchen. Und dann hat sich das halt gerade angeboten, und ja, der Luki hat mich auch eingeladen, mehr oder weniger, und hat gefragt, ob ich vorbeikommen will. Und ich sagte, ja, natürlich. Jams bin ich immer gerne, neue Leute treffen, vor allem aus verschiedenen Ländern, Österreich, Schweiz. Die zweite wichtige Station ist dann der Sparkassenplatz in Innsbruck. Mit dabei bei der ganzen Tour ist als Sponsor Spark 7 von der Sparkasse. Und wie gesagt, das ist die zweite Shootingstation und eher interessant für die B-Boys, für die Tricker, weil es eher flaches Gelände ist. Wir sind das erste Mal jetzt bei so einer Freerunning oder Parkour-Convention dabei, und es ist einfach mal eine coole neue Erfahrung, bringt uns auch in unserem Bereich ziemlich viel weiter, und ich denke, das könnte man auch gut mit einbauen. Wir haben Aufnahmen gemacht, was wir nie die Möglichkeit dazu gehabt haben. Es waren einfach viele Leute da, was uns inspiriert haben und uns neue Sachen gezeigt haben, was wir mit unserer Sonne kombiniert haben. Und man konnte einfach mal neue Dinge ausprobieren, genau. Wo es bei uns
nicht unbedingt die Möglichkeiten dafür gibt. Ja, also ich komme aus Deutschland, in der Nähe von Altötting, und ich bin da, weil mich gerade die akrobatischen Sachen schon immer sehr interessiert haben, und gerade Parkour und Freerunning ist ein Bereich, der jetzt bei uns nicht so vertreten ist, und ich fand es einfach toll, auch als Mädel mal so an seine Grenzen zu kommen, und ich komme eigentlich eher aus der Tanzrichtung, aber ein Ziel wäre es einfach, das Tänzerische mit dem ganzen Parkour und Freerunning auch ein bisschen zu verbinden und einfach der Spaß dabei, die Leute, die man kennenlernt, neue Erfahrungen, die man sammeln kann, und ich bin einfach froh, dass ich dabei sein konnte. Na, ich finde es gut, dass so viele Leute eingeladen sind für die Freestyle Convention und dass wirklich auch so viele kommen. Und wir haben wirklich drei gute Länder vertreten, die was drauf haben, was man normalerweise gar nicht so denkt. Die anderen Parcours-Spots, also eigentlich finde ich eine gute Variation, weil man eben vom Freerunning was gehabt hat und vom Parkour, und es war eigentlich für jeden was dabei. Ermöglicht hat die Freestyle Convention 2011 die Sponsoren Timezone, Grounded, Geiger Cars ist mit dabei, das TVI. Präsentiert wird das Ganze von Welle 1, was wir sehr gut unterstützt haben. Und vielen Dank an die ganzen nochmal zum Abschluss.